Ja, also hallo und herzlich willkommen. Wir probieren jetzt mal auch ein neues. Wir haben schon 3 oder 4 Mal probiert, ein Gameplay zu machen. Sagt uns dann auch einfach, was ihr davon haltet, ob wir davon mehr machen sollen oder nicht. Und ja. Bleib mal stehen. Wieso soll ich jetzt stehen bleiben? Weil ich auch lahm bin. Und ehrlich gesagt hat sich bei dir nur die Farbe verändert. Ja, ist ja scheiße. Yep. Wie sieht der dann aus? Wie so draufgeschissen oder was? Nee, so leicht grün-weißlich. Das Weißliche liegt aber hier an dieser Arktik-Umgebung. Ich habe mir die Beleuchtung angepasst. Leider. Sieht dann grün aus. Nein, KV2 stirbt noch nicht. Ich will dich töten. Ey, ich hab jetzt. Ach, leck mich doch, ich habe einen Abprall an dem VK. Ich hab eine Hellcat nicht getroffen auf 300 Meter oder so. Oder auf 250. Was war das gerade? Ein IS mit der großen Kanone. Oh. Ich weiß gar nicht, was du eigentlich für ein Problem mit dem hast. Ich werde so oft von dem zerschossen, weil der einfach, wenn du diese Riesenkanone da drauf machst, ey, dann macht der einfach alles kaputt. Dann kann der auch mal 400 Schaden auszahlen oder so. Das ist echt krank. Und ich würde da jetzt nicht wegfahren. Würde ich auch, wenn ich eine Kette hätte. Ja, ich hab's dann gesehen. Und jetzt bin ich hier weg. Naja, also ihr seht ja, das Battle hier, das ist jetzt gerade ziemlich kacke. Liegt vielleicht aber auch einfach daran, ich meine, die stehen da mit drei, ja, standen da mit drei Heavys und 2 Jagdpanzern und wir waren halt zu dritt und die zu fünf und dann egal. Wir schauen mal. Vielleicht wird es ja noch was Besseres. Fahren wir danach Hellcat? Ja, klar. Cool. Hatte ich schon was Gutes heute. Ah. Komm, jetzt gib einfach Gas und ramm ihn. Dann halt nicht. Nee, das mache ich nicht. Zumindest nicht mit den 2 HP, die ich noch habe. Das wäre dann auch egal gewesen. Jo, also Hellcat. Die Dingsbots. 42.000 P25 AT. EP. Nicht schlecht. Nee, ob das es braucht. Ach, ich schau kurz. Ordnung. Ja, 42.350. Ich habe schon 25.000. Oh Gott. Okay, dann gehen wir mal ins Gefecht. Nee, gar nicht mal schlecht. Ja. Bis auf den Umstand, dass wir diese hässliche Premium-SU haben und den KV3. Die ist aber gut. Ähnlich wie Kann unter dies. Umständen dann auch scheiße laufen. Ja. Aber wir haben ja auch noch uns. Und KV3 können wir trollen. Der dreht sich so langsam, der hat keine Chance. Ich glaube, ich deinstalliere die Skins aber wieder.
ganz ehrlich. Zu Das sieht nämlich groß. richtig scheiße aus, wenn die ein paar Meterchen weg sind. Sieht es aus wie draufgeschissen. Nee, ich muss mal diesen hässlichen Mod rausmachen. Ich habe so eine veränderte Schadensanzeige, weißt du, unten rechts. Da sieht es bei mir anders aus und das sieht eher aus wie aus so einem billigen, keine Ahnung, Counter-Strike oder so. Wo waren wir Okay. hin? Ja, was ist nochmal das Screenshot? Ach so, ja. Druck. Ja, hab schon. Ich schick dir den gleich mal. Das sieht echt erbärmlich aus. Okay, ich habe Bei vorhin mir dann haben wir beide Blätter auf unserem Teil drauf. Blätter. Das sieht echt erbärmlich aus, wenn du weiter als 5 Meter wegfährst. Alter, die sollen das Ding mal putzen, ganz ehrlich, in meiner Garage. Ich muss hier mal mit meinen Angestellten reden. Lass mir einfach hier mein Panzer dreckig. Boah, ich geh ja mal gar nicht. Hey, bleib mal stehen. Gell, ich habe vorhin Crusader one-hitted mit meinem M4. Okay. Der hat sich bestimmt verarscht gefühlt. Crusader ist diese Stufe 5 Dingsens da, Ja, oder? genau. So immer alle behaupten, die Karre, die wäre so gut. Dachte ich auch selber, aber ich weiß nicht. Ein One-Hit. Behaupte ich nicht, seit ich sie gefahren bin. Die Karre ist der letzte Dreck. Du bist schon das gefahren. Ja, Testserver. In 2 bis 3 Wochen kommt der neue raus, gell? Ja, Cool. denke ich mal. Hoffe ich mal. War bisher immer so. Haben sie schon irgendwas gesagt? Nee. Das heißt, du vermutest jetzt einfach mal so drauf los. Yep. Aufgrund eben der Ergebnisse der letzten paar Jahre. Und aufgrund, dass sie immer einen Scheiß zusammenpatchen? Ja, unter anderem. Alter, jetzt habe ich schon Abpraller an einem PZ4. Also manchmal verstehe ich World of Tanks echt nicht. Hey, KV3, den wollten wir doch trollen, oder nicht? Also ich troll hier gerade eine M6. Ah, oh, klasse. Und ich troll hier gar nichts, weil ich von einem M4 abgeknallt werde. Und der 1S kann mich ja abschießen. Aber das ist nicht gut. Ich hab die Jahre mal genug auf mir rumgeschossen. Ja, noch ein Stückchen. Bin mal gespannt, ob ich heute noch 5000 DP reinbekomme. Ich glaub's ja nicht. Bei der Hellcat? Ja. Ah, geht schon. Geht schon. Ja, aber die Runden werden im Moment immer schlechter. Ich freue mich schon auf den T25-2. Ich stehe gerade hinter einem KV-3. Nein, es zielt auf mich. Ich versuche mal dir zur Hilfe zu kommen. Ja, wäre ganz toll. Jetzt habe ich nämlich noch 2 Hitpoints. Dann würde ich da jetzt wegfahren. Ja, was glaubst du, was ich jetzt mache? Da steht ein Jagdpanzer 4. Ich würde nicht rausholen. Die Skins, die ich installiert hat, haben meinem WoT nicht gut getan. Das komplette Gras ist jetzt pink. Pink! Pink. Mach mal einen So richtig Screenshot. übertrieben grell pink. Ist ja geil. Das ist gar nicht geil, das ist Augenkrebs. Ist doch geil. Ja, unglaublich. Also die werden jetzt wieder entfernt. Wie nennt man dann sowas? Retro-Design. Ach, bitte. Der KV-3 ist Stock. Ja, ich weiß. Der Jagdpanzer 4 aber nicht mehr. Ja, und ich bin Schrott. Okay. Nimmst du immer noch auf? Ja. Gut. Warte, ich geh dich Wie mal weit sollen wir suchen. fahren? Was? Hä, bist du auch futsch? Ja. Ich Ja. muss gerade mal den Client beenden und das die Skins wieder rauspatchen. Ich bin gleich wieder da. Okay.
Alter, hast du schon mal einen M4 Sherman gesehen, damit der Howitzer einen KV-2 fertig macht? Nee. Das machen die aber gerade echt. Cool. Okay. Ah, oh, verloren. Boah, so eine Scheiße. Naja, es war ja zu erwarten. Jo. Fangen wir danach wieder was Großes, was Größeres, sag ich mal. Ja, klar. Ich fahre mal KV3, ich habe da noch mal ein Mal 2. Jetzt habe ich wieder die Pinocchio eingebaut. Toll. Ey, wie lange habe ich jetzt den KV3 schon? Weiß nicht, einen Monat. Und ich habe hier, oder ich habe jetzt einmal einen Turm für 7000 EP gekauft und Ketten für, keine Ahnung, 5000 oder so. Und jetzt habe ich erst wieder 7000, 10.500 EP drin. Weißt du, wie lange das mit der Karre braucht? Die ist einfach so scheiße. Und jetzt, also die fährt langsam, die Kanone ist scheiße und das Einzige, was halt gut ist, ist einfach ein Stahlklotz. Ich glaube, die hätten lieber einen Spitzer im Krieg nehmen sollen, das wäre gefährlicher gewesen. Hallo, aber das wäre doch echt mal eine gute Idee, oder? So ein T50, vorne so eine Spitze drauf machen, damit dann mal die Panzer kaputt rammen. Schau mal nach rechts, dieser BDR. Ja. Der sieht aus wie ein etwas zu großer AMX-38er. Ja, schon. Aber der BDR, der kann ja was. Im Gegensatz zum AMX-38. Na, ich glaube mit der Stockgun nicht so wirklich. Alles was dran, aber welcher Panzer kann schon was mit der Stockgun? Panther. Ist auch, glaube ich, so einer der wenigen. Naja, die Gleich noch M18. der L-Traktor. Lustig. Wo fährst denn du jetzt hin? Da hinten snipen. Bist du auf dem Berg rauf? Nö. Gut, dann fahr ich Dann, hier. Dann, ich fahre dann. da an dieser Line vorbei, wo man snipen kann. Okay. Ich habe gesehen, du hast unser Let's Low hochgeladen. Ja, habe ich. Witzig, gell? Da. Das haben wir gelacht. Ich mit meinem Das 10% ist gar mal Bonus. ernst gemeint. Ja, ich mit meinem 10% Bonus Oktan gibt Benzin, gell? Nur, ich war irgendwie genauso schnell wie du. Golden Eagle ist doch da auch mitgefahren, oder? Ja. Wahrscheinlich wiegt der Extrasprit genauso viel, wie er bringt bei dem Panzer. Naja, der sollte ja eigentlich 10% raushauen, aber davon habe ich einfach nichts gemerkt. Ja, ich sage ja, vielleicht hat der Sprit genauso viel gewogen, wie er gebracht hat im Endeffekt. Glaube ich aber irgendwie nicht. So. Ich auch nicht. Aber wäre eine Erklärung. Das stimmt schon. Eine verdammt dumme Erklärung, aber es wäre eine. Ja. Von schlauer Erklärung hat auch niemand was gesagt, oder? Wieso muss sich dieser Penner von Tiger da jetzt direkt vor mich stellen? Jetzt verpiss dich da doch mal wieder! Weißt du, ob die große Kanone vom KV-3 genauer ist als die kleine? Welche kleine? Du meinst die Die, die ich jetzt 100er? habe. Nee, nee, die 107er. Die 107er ist unexakter als die ganz große und die L100er, L100er. Die L1. 107er ist exakt am exaktesten. Wobei exakter auch wieder ein falscher Begriff ist. Naja, okay. Gerd, ich habe nochmal geschaut. Die Kanone vom 1S, diese riesenlangen Reload-Time und die Kanone von dem anderen, die
Es gibt ja genau die gleiche Kanone, nur noch mal ein bisschen anders. Oder ich glaube, die ist noch ein bisschen besser von den Stats her, aber reloadet auf jeden Fall deutlich schneller beim KV3 und Aber ja, die die. liegt halt jetzt noch schneller raus. Nee, die hat auch 1000 Schuss, 1000 kostet auch da der Schuss, oder nicht? Ja, haut ihr die Credits noch schneller raus. Ja, okay, aber das bin ich ja schon gewohnt vom T25 AT. Ja, gut, nur dass halt damit dann nicht so viel Schaden pro Dings machst. Ja, wie viel denn? Alter, der T34 geht mir gerade so auf den Sack. Um die 400 halt. Ja, ist beim Ding Aber halt aber nur auch mit so. 170 Pen oder so. Nee, hat mehr, hat fast 200. Hat glaube ich Echt? 100, ja, oder? Ich meine, es wären 175 gewesen. Bin aber echt ein bisschen bitter gewesen. Das ist ein bisschen bitter. Knall aber gerade auch irgendwie die ganze Zeit mit dem T29 vorne durch. Ich dachte, sowas würde nie gehen. Habe ich früher so. Also auf dem Turm auf jeden Fall geht das nicht. Ich treffe halt auch erstaunlicherweise die ganze Zeit unten in die Wanne. Jawohl, 400 Schaden gemacht. Naja, also ich war 100 davon. Ich war 100 davon. Wieso warst du jetzt davon 100? Weil ich da auch drauf geschossen habe. Nee, 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 nee. Oh, ein T34, also der Kleine hat Abpraller an meinem Motor. Lach. Ja, er hat gleich keine Abpraller mehr. Der AS Kein da auch Level. nicht. Bye, bye. Was für, der ging nicht durch. Du sollst in die Luft gehen, habe ich gesagt. Ah, endlich ist diese Scheißkarre da oben weg. Ging mir auf den Sack. Ja. Einmal noch GG und dann ist zu Ende. Na, also das ging doch jetzt ganz okay. Ja. Gab halt ein bisschen wenig EP, aber. Naja, bei mir gab es 500. Und die Hellcat, die war ja voll für den Arsch. Nicht jetzt. Okay, 250. Nicht mal 250, das ist echt bitter. Sollen wir nochmal Panther fahren? Oder Ja. du irgendwas anderes? Ich kann auch mit meinem großen TD. Jo, mach das. Hab vorhin nochmal M4 gefahren. Die Churchills, die haben sich ziemlich aufgeregt. Ja, also wir fahren jetzt hier ein Standardgefecht auf Klippe. Ja, du kannst dir vorstellen, wie sich der Crusader bei mir gefühlt hat. Er Ja, kommt so ziemlich. so ganz motiviert an, gell? Der stand schon weit weg, aber du weißt ja, wie das mit der Hauser ist. Entweder sie Ja. trifft genau oder sie trifft halt gar nicht. Und dann bumm, weg. Ich habe letztens einen Churchill abgeschossen, da stand noch so ein 3-4 daneben. Der Churchill hat 200 Schaden bekommen und der 3-4 hat ungefähr 50 bekommen. Mich hat eine 3-4, ja doch, eine 3-4 war das, glaub ich, eine Atti nicht getroffen und 300 Schaden gemacht. Ja, nicht schlecht. Das war, Wo glaube geht's ich. hin? Ich park mich hier vorne hin. Warte. Okay. Du fährst doch Panther, oder? Was ist? Du fährst doch Panther, oder? Ja. Ja, dann parkst du dich zu mir. Hast du ein Tarnnetz? Julius? Hast du ein Tarnnetz? Ich stelle mich hier hinter den Stein. Ob du ein Tarnnetz hast, habe ich Ja, habe gefragt. ich. Ja, kann ich ja nicht wissen. Habe ich. Ich glaube, das tausche ich demnächst mal gegen ein nasses Munitionslager aus. Kaufst doch einfach extra. Ich habe keine Slots mehr. Was hast denn du da alles drin? Reparaturkiste, Ansetzer und Tarnnetz. Ich habe das alles in der M18 drin, weil ich die nicht Oh, da verkaufen klopft schon werde. wieder was an. Ja, das ist schon scheiße. Muss nur aufpassen, dass der Tiger uns nicht von der Seite kaputt schießt. Ja. Das Munitionslager bei dir wäre eigentlich schon gut.
Weiß halt nicht. Im Moment ist es 40.000 günstiger wegen dem Polen-Unabhängigkeitstag. Ach so, ja, okay. Weiß ja nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Auf diesen BDR kann man schießen. Ja, der muss da weg. Der Und ich habe da BDR. gerade nur Abpraller an dem Scheißding. Also ich nicht. Wäre auch ein bisschen bitter. Ey, da knallt irgendwas die ganze Zeit direkt vor mich. Ich glaube, die Arti mag mich nicht. Also entweder wir fangen jetzt mal an zu pushen oder wir haben gleich ein Problem, das sich KV-13 und Tiger nennt. Das Problem haben wir aber jetzt schon. Wir müssen, weil wenn wir jetzt pushen, dann knallen sie uns in die Seite. Das stimmt, aber sonst kommen sie gleich von hinten. Ja, aber da können wir sie besser abschießen als von vorne. Ja, als von der Seite. Wechsle mal gerade die Seite. Freue mich schon auf den neuen Motor, dann kann ich mit dem Ding auch mal ein bisschen fahren. Ich freue mich auf die große Kanone beim KV-3. Genau T1, du bist auch unser unzerstörbarer Heavy. Haha! Der war gut. Kommt T1, rück vor. Ja, noch weiter. Wenn er jetzt wieder zurückfahren will, dann schießen wir ihn. KV-13 treffe ich gerade nicht. Und der BDR hat mal wieder Abpraller an mir. Ja, jetzt hat er da aber gerade irgendwas, keine Abpraller. Yep. Das war der Tiger, oder? Ja. Soll ich ihn abknallen? Yep. Wo steht der? Der wird Warte, nicht. ich spotte noch mal. Der wird nicht gespottet. Wieso? Der Tiger, den gibt's nicht mehr. Na Aber da steht dann. noch irgendwo ein KV-13. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Weißt, da kommt jetzt gerade ein 1S, ein Volvi und ein Sherman. Ey, leck mich am Arsch. Da steht der Amix M445. Ich weiß, aber ich habe gerade Probleme bei diesem BDR. Da geht gerade nichts durch. Warte, ich mache ihn fertig. Kannst du nicht lieber den Amix M445 fertig machen? Wäre eine größere Hilfe. Probier's. Der weiß nämlich, wer die größere Kanone von uns hat. Oh, klasse, jetzt kommt noch ein Tiger P. Das ist nicht gut, wenn der ankommt. Naja, erstmal der M4. Okay. Jetzt haben wir ein klitzekleines Problem. Wieso? Einen frontalen Tiger P, Kriege ich der sich auch noch hinter Häusern verstecken kann. einen frontalen Tiger P, geht bei mir jeder Schuss durch. Oder sollte. Weil ich stand, also ich habe letztens wirklich. Keine Ahnung. Da ging das eigentlich. Und von irgendwas kriegt der gerade sowas von in die Fresse. Ja, jetzt von mir auch. Schieß mal da das Haus kaputt. Das kann man nicht kaputt machen. Na, das ist schlecht. Natürlich kann man das kaputt machen. Alter, das ist ja gerade wie Weihnachten. Ach komm, verarsch mich doch. Wie lang ist die Reload-Time von einer 13F3? Also der Tiger P hat getroffen. Der hat mich total abgefackelt. Da steht irgendwo so eine hässliche 13F3 und Ich die weiß, will mich war gleich. nicht so dicht dran. Ja, ich wollte sie halt spotten und dann abknallen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Ja, das mit dem Abknallen sollten wir noch mal üben. Lass mich. So geht das. Oh, das wird dann mal erledigt. 624. 500.
Aber ich habe bestimmt mega Minus von den Credits gemacht. Ich habe sogar 5000 plus gemacht. Ja, ich auch. Hä, wieso? Naja, machen wir nochmal. Okay. Gell, ich habe schon 50.000, 37.000 fehlen noch. Und dann gibt's die Gut. 28. Ja. Ich habe mal nach Mikrofone geschaut. Wir bekommen schon für 10 Euro ein gescheites. Und mein Vater meint sogar, wir hätten noch irgendwo einen Ständer dafür. Für was brauchen wir denn einen Ständer? Da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Also jetzt bin ich falsch verstehen, gell? Ja. Oh Gott, wir sind doch gleich Kinder. Ja. Komm, wir fahren da rechts hoch. Nein, ich fahre da nicht hoch. Da gehe ich jedes Mal drauf. Ich stelle mich da hinter diese Wieso scheiß Häuser, wo denn? mich niemand abschießen Durch kann. den IS-3 kommst du vorne durch. T-34 darfst du nur nicht auf den Turm schießen und durch den Rest kommst du auch durch. Ja. Der Super Pershing, der ist ja schnell. Ist der immer so langsam? Ja. Das ist bitter. Finde ich nicht. Dieser Der so. IS-3er, der steht auf Schnelldeath, oder? So auf Suicide. Der IS-3 steht vor allen Dingen mal auf Team verlieren. Ja, los, fahr nach hinten raus und BOM! 500 Schaden. Das ist dann wieder so eine Art Kollektivstrafe oder was? Ja, wahrscheinlich. Alter, wie dumm kann man eigentlich sein? Ich habe gerade von der Albert Hat. Einstein weiß die Antwort. Ich weiß, unendlich. Jetzt komm, mach's kaputt. Ja, der muss rauskommen. Der soll jetzt von mir One-Hit. Dann mach ich's halt. Sich. Ach komm, das ist doch eine Verarsche. Lol. Lol. T25-artiger hat richtig fett reingeknallt. Hey, das ist doch echt eine Verarsche. Also wie viele scheiß Schüsse ich da jetzt drauf geschossen hab. Und dann kommt so ein hässlicher Slugger. Ja. Warum ist eigentlich unser T-44 schon tot? Weil das ein Scheißpanzer ist, immer noch. Das ist aber eigentlich ein bisschen schlechterer Typ. Nee, eben nicht. Sondern das ist ein bisschen arg viel schlechterer Typ. Und ich meine, T-44 gegen ein IS-3 bin ich dabei. Reimt sich auch noch. Ja. Wir müssen nur aufpassen, da irgendwo bei diesem Häusergerümpel da, da steht noch ein Dings. KV-1 ist am Stützpunkt. Wow, wir kriegen Angst. Nee, aber da steht noch ein Tiger P. Und so wie es jetzt gerade ist, könnte er uns dann in den Motor schießen und das ist dann halt sehr ungesund. Nein. Ah, den treffe ich nicht. Ja, super Pershing. Du hast die fette Panzerung, nicht ich. Ich finde das schade, dass man keinen Leuten zuschauen kann, während man gerade spielt. Aber mir passiert gerade absolut gar nichts. Also ich weiß echt nicht, was du mit der Front von dem Tiger P so ein Problem hast.
Also ich komme da nicht durch. Nein, ich Ich fange mal an zu Schluss. cappen. Ich meine, die sind eh alle da oben. Oder fast alle. Der KV-2 fühlt sich jetzt gedisst. Ja, ein T-44 knallt mich ab. Wieder so ein typisches Beispiel, ja? Er macht nichts kaputt. Nicht mal 1% Schaden oder sonst irgendwas. Nur erschrottet meine Kanone. Das einzig Gute an meinem Panzer. Da geh jetzt drauf. Klar. Hast du schon mal auf 200 Meter 300 daneben geschossen? Was ist? Hast du schon mal auf 200 Meter 300 Meter daneben geschossen? Nö, aber klingt sich nicht gut an. Mhm. Aber einen Panther in einem Motor, das ist lustig. Ach nee, der hat ja einen Frontmotor. Er hat überall einen Motor, du kannst da gar nicht daneben schießen. Das ist scheißegal, wo du bei einem Panther hinschießt. Das ist immer der Motor. Ja, der Panther, der denkt sich jetzt... Wieso habe ich gerade von dem Panther 300 Schaden reinbekommen? Dann hat er wohl die 88er drauf. Oder die 10-5er. Beides keine besonders gute Idee. Naja, anscheinend schon. Okay, aber davor hat er echt gar nichts gemacht. Bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Der M7, der wird ein bisschen übermütig. Der was? Der M7 wird ein bisschen übermütig. Die Priest? Ja. Wo steht denn das? Keine Ahnung. Okay, ich geh suchen. Aber es schießt auf mich und das mag ich nicht. Du meinst, weil es dich dann am Ende wieder abfackelt? Ja. Jedes Mal, wenn mich irgendein Idiot abfackelt, muss ich wieder endlos viele Credits an Schaden bezahlen. Oh, ich glaube, wir haben gewonnen. Oh, ich habe noch eine M7 Priest gewonnen. Also ohne zu anzuvisieren. Affe! Der 1S. Problem. Ah, Junge, hey, das ist so eine Verarsche. 800 EP, also ich find's toll. Ja, weißt du, was jetzt kommt? Sieg, alle gegnerischen Dinger vernichtet. Was kommt? Ich krieg wirklich 0 Punkte dafür, dass ich bis 100% gecapped hab. Mhm. Das ist immer richtig gemein. Aber ich kann jetzt Skills lernen. Auf meinen Typen. Also mein Kommandant kriegt erstmal 6. Sinn. Was ist das? Dann kann ich sehen, ob mich einer gespottet hat oder nicht. Ist ja geil. Mein Richtschütze bekommt ruhige Hand. Also Mini-Wordstep. Ruhige Hand. Und flotte Hüfte, gell? Klar. Mein Fahrer kriegt... Was kommt dann als nächstes? Länger sprinten können. Ja. Oder Juggernaut. Kriegt Meister am Bremshebel. Klingt auch gut. Was soll das dann sein? Er kann schneller bremsen als alle anderen? Nee, er kann sich besser drehen. Klar, man braucht einen Bremshebel zum Drehen. Was glaubst du, wie viel Gigabyte haben wir jetzt schon aufgenommen? 100? Weiß ich nicht. Ja, kommt hin. Alter. Ich würde sagen, wir machen mal hier einen Cut und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play World of Tanks. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.